Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Wir können drei Botengänge wählen für die Bewohner. Das haben wir jetzt gerade in der letzten Folge mal aufgerufen. Wir gucken mal. Mein Pub läuft recht gut, aber ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Ich habe eine Idee für ein neues und spannendes Getränk, das wir hier anbieten könnten, und zwar nur hier. Ich habe allerdings viel Arbeit im Pub und ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Willst du mir helfen, einen magischen Mix zu kreieren? Was haben wir da? Wollte ein paar Freunde im Dorf besuchen, hat aber schrecklich viel zu tun. Spaziergänge machen und gucken, wie es allen geht. Oder, kennst du diese Tage, in denen du viel zu tun, aber nicht genug Zeit hast? Ich brauche Zutaten für meine nächste Mahlzeit. Ich bin aber wirklich in Zeitnot. Ich glaube, das machen wir. So, Blaubeeren wären richtig. Frisch gepflückte Blaubeeren. Wo finden wir denn die? Finden wir die irgendwo hier draußen oder müssen wir die anpflanzen? Das ist hier noch die Frage. Habe ich ein Zeitlimit, bis wann ich das machen muss? Oder sonst kann ich sie ja auch einfach anpflanzen, ne? Weinrebe. Wir sind im Sommer. Kann ich Blaubeeren anpflanzen? Du wirst müde, ne? Müde und müsstest schlafen und müsstest ins Bett und musst bald arbeiten. Okay, beste Kombination. Achso, hier kann ich ja, glaube ich, kaufen, ne? Samen kaufen. Blumen für Einsteiger. Einfach Blaubeeren hätte ich gerne. Früchte für Einsteiger. Kaufen wir mal. Das war jetzt nicht so. So, dann öffnen wir das mal. Gucken wir mal. Wie geht's den Kiddies? Der ist am Spielen. Der ist am Spielen. Oh, sie muss dringend aufs Klo. Geh du mal aufs Töpfchen und dann brauchst du Spaß und du brauchst Aufmerksamkeit und allgemein überhaupt. So, was hast du jetzt damit gemacht? Was haben wir denn? Weintraube. 12 Bananen. Können wir mal verkaufen. Kann weder... Ach so, das waren die Früchte. Ah, okay. Profigärtner engagieren. Ach, hey Morgan, du bist wieder da. Hereinbitten. So. Dann Klein Carla braucht Aufmerksamkeit. Ei anbrüllen mit Spielen. Spielen ist gut. So. Du darfst das säubern. Was ist denn Carla? Traurig, braucht Vergnügen, ja. Deswegen, Papa soll jetzt mit dir spielen.
Plarnib. Numa. Wantanini. Wenn was? So. Ja, ich glaube, dann holen wir die junge Dame doch mal zu uns ins Haus, wenn das geht. Dann haben wir ein Adoptivkind. Bitten, Mitbewohnerin zu werden. Gucken wir mal, ob das geht. Weil eigentlich gehört die ja zu einer ganz anderen Familie, aber die hängt ja nur noch bei uns rum. Und vielleicht geht's. Gucken wir mal. Danke für das Angebot, aber sie hat schon ein Zuhause. Okay, war ein Versuch wert. War einen für einen Wohnungsschlüssel, kriegt sie. Über Fitnesstechniken reden. Bist du müde, ja? Ja, bin ich. Schöne Dame. So. Nach Tatfragen. So, Michelle ist zur Arbeit. Umarmen wir sie mal. Und dann gucken wir mal. Du bist müde, du könntest ins Bett gehen. Du bist auf dem Weg, okay. Du bist müde, traurig, weil wir sind alle hin wegen fehlender Aufmerksamkeit. Du spielst draußen, du könntest aber auch schlafen gehen, meine Liebe. So. Was machst du hier? Wir sind immer noch wegen den Blaubeeren da, ne? Ich habe keine Blaubeeren. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Sehe ich das hier? Achso, das ist auch noch ein fremdes Grundstück. Potenzielle Nachbarn. Wildvogelschwarm. Lieblingsgeschenk unbekannt. Geschenke? Geht nicht. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um in der Gegend hier, ob wir hier irgendwo Blaubeeren finden. Ich weiß noch nicht, ob wir die so finden können oder ob wir die kaufen müssen. Oh, hier ist ein Grillplatz. Blaubeere. Wenn ich die entwurzel, ist sie weg. Im Sommer hervorragend als Snack geeignet. Wir haben noch Sommer. Kann ich die nicht ernten? Und haben wir da noch mehr von, vor allen Dingen? Eine, die ich ernten könnte zum Beispiel. In Wurzeln habe ich ja mal versucht bei anderen Pflanzen, in der Hoffnung, dass er die dann mitnimmt. Sie hat es aber einfach nur rausgerissen. War also wenig erfolgreich. Da waren noch Blaubeeren. Ne, waren keine. Schade. Es scheint der einzige Busstart zu sein, ne? So in der direkten Nähe. Pflanze entwurzeln. Nee, das will ich nicht. Blaubeere ist eine wilde Pflanze. Ja, und du bist müde, ne? Du solltest mal ins Bett gehen. Müde und Spaß. Schlafen. Leg dich mal schlafen, meine Liebe. Die pennt, der pennt, der pennt. Und du kannst dich mal auf schnellem Wege nach Hause machen. Ja, wäre schon lustig gewesen, wenn wir die Dings hätten adoptieren können. Da hat noch einer was hingestellt. Gerade gewundert. Aus dem Ei, da im Stall, das bebrütet wurde, wird bald ein Küken schlüpfen. Okay, Michelle ist nach
Hause gekommen, der will aber auch schlafen. 6000 Simoleons haben wir, sehr schön. Das war der falsche. So, du sollst schlafen. Beeil dich mal ein bisschen. So. Sehr schön, jetzt schlafen sie alle. So soll das sein. Du bist aufgewacht, verschwindet aus dem Rampenlicht. Ja, du musst baden, das räumen aber bitte mal auf. Und dann dusch einfach. Und danach müssen wir nochmal wieder ein bisschen was für unser Rampenlicht tun, ne? So, Sonntag. Papa muss heute, glaube ich, arbeiten, der Mitchell. Ja, heute noch und morgen noch. Das Küken von Carlos ist alleine geschlüpft. Sieh nach im Hühnerstall, ob du es findest. So. Carlos ist sehr hungrig. Das kriegen wir in den Griff. Das ist noch okay. So, du bist hungrig und fast ausgeschlafen. Das darfst du mal aufräumen und dann darfst du mal vernünftiges Essen machen. Wir haben ja fast nur noch Kuchen. Buttergnocchi, Partygröße. Wir haben ja fast nur noch Kuchen im Haus, weil dem Morgen so viel Kuchen gebacken hat. Ach so, nee, das darfst du ja wegräumen, stimmt. Aufräumen. Kinder sollten keine Torte essen, das ist nicht gut. Du kriegst auch langsam Hunger. Kannst auch noch ein Gericht nehmen. Hungrig, weil Hunger niedrig. Und dann kriegst du auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Carlos? Der pennt einfach weiter. Haben wir den Bug wieder? Ist immer schön, wenn es dann so ein bisschen vor sich hin buggt. Und bei ihr hört es mit dem Duschen nicht auf. Na wunderbar. Ach so, boah, jetzt sind sie aufgestanden. Okay. Hygiene ist gut, du müsstest aber auch gerade aufs Klo verwenden. Was machst denn du jetzt? Lass doch den Karl in Ruhe. Michelle, du dumme Nuss. Der Karl hatte Hunger, der wollte essen. Lass den doch einfach seinen Kuchen essen. Was stimmt mit dir nicht? So, sehr wütend, weil hungrig, logisch. So, jetzt essen. Also manchmal ist das schlimm mit den Sims, wenn die alles machen, aber nicht mehr das, was sie tun sollen. Mehr Auswahl öffnen. Darfst dir ein Stück nehmen. So, und dann dürftest du anschließend nochmal Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen, noch ein zweites Mal Futter verstreuen und vor allen Dingen den Stall sauber machen. Wer bist du? Ernie. Wo ist denn das frisch geschlüpfte Küken? Das ist Bibo. Ach, Carla ist auch wach. Du musst aufs Klo, ne? Geh du erstmal aufs Töpfchen. Du
Du müsstest auch. Du kannst dann hier oben aufs Töpfchen gehen. Oh, hier muss mal jemand sauber machen. Inspiriert bist du, okay. So, dann können wir das da hinstellen. Dann kann sich... Wer von den Kiddies hat jetzt den Kuchen nicht gegessen? Du hast keinen Hunger mehr, okay. Aber du... darfst anschließend den Käsekuchen essen. So, du darfst dir ein Gericht nehmen. Das ist Bibo. Ernie. Es muss noch ein drittes Küken geben. Haben wir eigentlich ein Brutei gehabt? Ne, einfach drei Eier. Ziehen wir mal da runter. So, und du darfst mal die Töpfchen da oben noch sauber machen, meine Liebe. Säubern, säubern. So, der Karl musste noch. Wo ist er denn? Morgan Fries, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Was? Neuer Job? Wieso neuer Job? So. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Du bist traurig. Wo sind denn alle hin? Wo bist du denn? So, dann kann sich gleich der Papa ein bisschen um dich kümmern. Liebevoll umarmen. Spielen. Spielen ist immer gut. Das macht Spaß. Das bringt den Kindern Spaß. Und die sind happy. So, und dann darfst du, glaube ich, die Kleine hier mal baden. Die dampft grün. War's schon. So, du bleibst gerade mal hier. Dann kann dich nämlich Mama waschen. Männliches Küken. Namen geben. Dotti. Ne, dich nennen wir Bernd. Oder Dotti, Dotti, doch Dotti passt. Irgendwo passt das schon. So, wo bleibt die Mama? Da. Nein, möchte ich nicht. Kann ich gerade nicht. Du hättest gern kommen dürfen morgen. Das Jugendfest hat begonnen, okay. So, wir haben Sonntag noch ein paar Tage, bis der Karl älter wird. Du sollst die Kleine baden. Die stinkt. So. Du bist wütend. Zertrümmern. Nee, 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 nee. Warum hast du immer noch den Kuchen nicht? Verstehe ich nicht. So, du darfst dann ihn nochmal baden. Baden, so. Und er müsste jetzt immer noch traurig sein. Hunger. Der hat schon wieder den Kuchen nicht gegessen. Okay, den sollte er jetzt auch nicht mehr essen. Ihr seid schwierig, Sims. Ihr seid schwierig. So. Was war da? Zu Wäschekorb bringen. So, ihr seid echt schwierig, meine Lieben. Ja, und ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.
In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.